In diesem Video erkläre ich kurz, welche Strategien und Faktoren bei der Algorithmisierung eine Rolle spielen, und ich zeige Ihnen zur Vorbereitung auf die Übungen auch einige kleine Beispiele einer Programmiersprache. Die Algorithmisierung im Zusammenhang mit der Informatik hat ihre Wurzeln im Grunde im Bereich des Software Engineerings, wo es um die geeignete bzw. in vielerlei Hinsicht optimierte Erstellung von Softwarelösungen geht. Es gibt dabei verschiedene Methoden und Strategien, um an eine Problemlösung heranzugehen. Und ebenso viele Bereiche, die man prüfen sollte, um eine gute Lösung erzeugen zu können. In der Abbildung sieht man einige Ideen und Methoden, die man verwenden kann. Gehen wir diese kurz der Reihe nach durch. Lösungsstrategien gibt es naturgemäß viele. Wenn Sie in einem Telefonbuch nach einem Namen suchen, so könnten Sie auch zufällig immer eine Seite aufschlagen, bis Sie den gesuchten Eintrag gefunden haben. Oder aber Sie suchen binär. Das heißt, Sie schlagen eine Seite irgendwo in der Mitte auf und wenn das gesuchte Wort, der gesuchte Name im Alphabet früher zu finden ist, suchen Sie nur im linken Teilbereich weiter oder im rechten und wiederholen dies, bis der Eintrag gefunden wurde. Es gibt also verschiedene Strategien und bei den Entwurfsparadigmen geht es darum, die wichtigsten zu kennen und passend zu verwenden, bevor Sie das Rad neu erfinden müssen. Bei den Programmierkonzepten geht es im Grunde darum, welche Sprachmöglichkeiten Ihnen eine Sprache dann auch anbietet. So können Sie manchmal Parameter verwenden, die den Ablauf steuern. Es gibt Sprachen, die eine Parallelisierung anbieten und damit können Sie sogar mehrere Lösungsstrategien gleichzeitig durchführen lassen. Oder aber es werden Ihnen Sprachkonstrukte angeboten, welche es erlauben, nicht deterministische Anweisungen ausführen zu lassen. In der Abbildung sind jene Fähigkeiten markiert, mit denen Sie es im Rahmen der Lehrveranstaltung dann auch zu tun haben werden. Unter einer Konkatenation versteht man die Möglichkeit, einzelne Anweisungen hintereinander ausführen zu lassen. Also zuerst prüft man, ob eine Zahl größer ist als eine andere, dann subtrahiert man die kleinere Zahl von der größeren Zahl und so weiter. In der blockbasierten Programmiersprache des MicroBit würde das so aussehen, dass Sie zwei Blöcke untereinander andocken und die Aktionen würden hintereinander ausgeführt werden. Bei Alternativen geht es darum, dass Sie im Algorithmus eine Entscheidung treffen. Entweder Sie wählen einen Lösungsweg oder eben nicht. Die häufigste Form einer Alternative ist die Wenn-Dann-Abfrage. Für den MicroBit würden Sie einen Block nehmen, der eine Wenn-Abfrage enthält. Und den Schritt, der dann ausgeführt werden sollte, wird in den Block eingefügt. Recht häufig benötigt man auch eine Wenn-Dann-Sonst-Abfrage, die in der Abbildung ganz rechts zu sehen ist. Besonders daran ist, dass es ein Feld für eine Prüfbedingung gibt. Diese muss wahr sein, sodass die Anweisung auch wirklich ausgeführt wird. Bei der Iteration geht es dann darum, dass Sie die Möglichkeit haben zu bestimmen, dass einige Anweisungen öfter als nur einmal hintereinander ausgeführt werden. Hier bieten Sprachen mehrere Möglichkeiten an. Eine Variante der Wiederholung ist die sogenannte Vorschleife. Beim MicroBit wählt man dazu im Deutschen den Begriff Mache und die Abbildung zeigt links ein Beispiel einer vierfachen Wiederholung und rechts ein Beispiel mit einem Block, der den Inhalt so lange wiederholt, bis die Bedingung, hiermit wahr gekennzeichnet, nicht mehr erfüllt ist. An der Stelle, an der hier im Beispiel wahr steht, müssen Sie natürlich eine Bedingung einsetzen, die Sinn macht. Ansonsten wären Sie in einer Endlosschleife und das Programm würde nicht mehr terminieren. Das letzte Beispiel hier ist die Rekursion. Diese kennen Sie vermutlich aus der Mathematik und viele Sprachen unterstützen dieses Konzept. Hier können Sie ausnutzen, dass ein Algorithmus, also eine Lösungsanweisung, sich selbst wieder aufrufen kann. Rekursionen sind natürlich vielfältig, aber in diesem Beispiel hier wird eine Funktion definiert und es werden zwei Fälle unterschieden. Es gibt den Basisfall in der oberen Zeile, bei dem der größte gemeinsame Teiler von 0 und einer Zahl die Zahl selbst ist. Und den Rekursionsfall in der zweiten Zeile, bei dem der Rest der Division, also der Modulo, der beiden Zahlen berechnet wird und als neuer Input an die Funktion selbst übergeben wird. Das Programm endet dann nach einer Anzahl an Schritten selbst, da die 0 erreicht wird,
und liefert damit den Teiler zurück. An den jeweiligen syntaktischen Möglichkeiten hängen auch Zugriffsmöglichkeiten und Operationen auf Dateien, Daten und Datenstrukturen. Diese hier anzuführen würde zu weit gehen, aber ein Punkt ist noch wichtig, jener der Verwendung von Variablen. Eine Variable kann man sich wie ein leeres Feld vorstellen, in das man einen Wert, eine Zahl, ein Zeichen hineinschreiben kann. Dieses kann nur einen einzelnen Wert beinhalten, man kann diesen aber ändern, wie ausradieren oder neu schreiben, und zudem kann man diesen Wert auch immer wieder abrufen. Beim Microbit müssen Sie dazu zunächst eine Variable erzeugen. Im Beispiel sehen Sie hier meine Zahl. Und diese können Sie dann zum Beispiel über einen Ändere-Block auch weiter bearbeiten. In der Abbildung sehen Sie, dass der Wert um 1 erhöht wird. Wichtig ist auch darüber nachzudenken, ob eine Problemlösung auch korrekt ist, zumindest partiell, ob sie vollständig ist und ob sie terminiert. Wir haben ja bei den Schleifen gesehen, dass es bei falschen Bedingungen durchaus zu endlos laufenden Programmen kommen kann. Als Erbauerin oder Erbauer eines Lösungsalgorithmus sollten Sie sich dann auch noch Gedanken dazu machen, wie lange die Ausführung der Lösung wirklich dauert. Das heißt, bei den Worst-Case-Analysen Aussagen darüber treffen, wie aufwendig die Lösungsberechnung wirklich ist. Lesen Sie sich nun bitte die einführenden Texte im Kurs durch und beantworten Sie die darin gestellten Fragen kurz und bündig. Damit sollten Sie auf den nächsten Teil, bei dem es um den Einstieg in die Microbit-Konzepte geht, gut vorbereitet sein.